So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Farmers Dynasty. Wir müssten jetzt, oder wir hatten jetzt gerade den letzten Auftrag hier für heute auf der Karte beendet. Deshalb möchte ich jetzt mal schnell nach Hause fahren. Und dann wahrscheinlich erstmal ein Feld bearbeiten. Dass ich doch mal ein bisschen Mist wieder loswerde vom Hof. Aber zuvor fahren wir zu Hause vorbei und waschen den Traktor mal ein wenig. Güllefass hatte ich mir an. Ist das ein anderes Güllefass? Moment. Aussteigen. Gülletech. Nee. Okay, hat den gleichen Preis. 48.000. Das kann ich mir so schnell nicht leisten, deshalb. Gülle aufs Feld und gut. Ein abgeerntetes Feld finden. Kurz pflügen. Dann kultivieren, sprich grubbern. Dann Gülle drauf, beziehungsweise Mist. Und als letztes dann noch die Saat. Kultiviert Dünger. Oh, okay, das Feld war schon mal fertig. Ich müsste auf der Karte irgendwie eine Möglichkeit haben zu markieren, wo meine Felder sind, wie weit die bearbeitet sind. Ich glaube, hier hatte ich Stroh abgeholt. Das würde sich eignen. Und das ist auch recht groß. Knapp 2 Hektar. Nah bei mir am Hof. Fahren wir nur mal schnell bei uns an die Tankstelle. Tanken, waschen. Machen wir wieder eine neue Farbe. Ich weiß es noch nicht so richtig. Erstmal tanken. Fahrzeug waschen. Und komm, heute machen wir orange. Rot. Mehr Rot wahrscheinlich rein. Wie sieht das so aus? Wollt ihr mich verarschen? Oh, so. Okay, das ist schon eher orange. So. Lalalalalala. Könnte auch ein komplett von der Sonne ausgegerbtes Rotmal gewesen sein. Ausgeblichen. So, ich frage mich, was Janet jetzt eigentlich macht. Jetzt wo unser Hof
mehr oder weniger grasfrei ist. Ach, das ist gerade wieder so ein blöd geschnittenes Feld, aber dann ist noch die Frage, was werden wir überhaupt anbauen? Da habe ich echt noch keinen Plan. Weil immer Weizen wollte ich jetzt dann doch nicht machen, aber für Mais müsste ich mir noch das andere Schneidwerk holen. Weiß gar nicht, was ich alles mit dem normalen Mähaufsatz vom Mähdrescher hauen kann. Ups, hier haben wir aber auch nicht bis zu Ende durchgepflügt. So, müssen wir echt ganz unten ansetzen. So, jetzt hoch. Ah, das wird doch nicht bis zum Ende gezählt. Wollt ihr mich verarschen? Ackerforsche. Oh Gott, oh Gott. Versuchen daneben zu bleiben. Komm. Oh. Ach so. Anderes Getriebe noch einschalten. Auch wieder so wenig Platz zum Wenden hier. Also runter damit und Gas. Da la 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 la. La 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 la. Du könntest eine kleine Pause vertragen, wieso? Ah, shit. Das sind immer noch Nachwirkungen. Davon, dass bei mir Verbindung mal weg war zu den Steam-Servern.
Keine Pause. Gut, da könnte ich mich mal kurz wieder auf unseren Hof teleportieren. Dann setze ich mich noch mal auf die Bank ein bisschen. So. Drehen. Ich wupps rum. Ich glaube, ich muss ja am Ende noch mal außen rumfahren. 30% gepflügt, knapp. Ich gedacht, es wäre weniger, aber okay. Ich will mich dann nicht beschweren. Gerade ist das Bild bei mir immer gesprungen. Ich weiß nicht, was hier spukt. So. Ich werde hungrig. Ja. Leute, kann doch nicht sein hier. So. Erstmal drehen. Dann springen wir mal zurück. Wo ist mein alter Traktor hier? Janet, was machst du da? Hallo. Ich bin beschäftigt. Och, na gut. Kann ich mich hier in Pavillon setzen? Ja. Wobei setzen wir uns hier hin? Da sehen wir vielleicht Janet im Hintergrund. Und ich esse aber auch mal noch schnell ein paar Eier. Hofstatistik. 91% Mist. Gott. So, ruhen wir uns mal ein wenig aus. Ihr seht es da unten bei meiner Verfassung. Der Schlaf regeneriert sich, indem ich stumpf auf der Bank sitze. Und ganz heimlich meiner Frau bei der Arbeit zuschaue. Sie verschränkt die Arme. Irgendwie was muss sie stören. Das macht sie den ganzen Tag vor dem Traktor stehen. Oder hat sie jetzt überhaupt nichts mehr zu tun, nachdem wir Gras gehauen hatten hier? Ich glaube, ich sollte den Traktor mal anstellen. Stück zur Seite fahren. Vielleicht ist er irgendwie im Weg. Ah, Verfassung auf 52 bis 60 machen wir und dann schnell aufstehen zum Traktorrennen. 10 Meter nach hinten fahren. Weil jetzt... Okay, sie will umgraben. Sie will unseren Brunnen ausgraben. Was macht sie da? So, komm. So, ich stelle den mal hier hin. So, da freut sie sich bestimmt. Bist du immer noch beschäftigt oder kann ich jetzt mit dir reden? Hallo, Schnuckelchen. Hallo, Schnuckelchen. So schön, dich zu sehen, Liebes. Danke. Wie geht Schön, es dich zu dir? Sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Ich liebe unsere Hühner. Im Hühnerstall ist jetzt viel Leben und die Eier sind köstlich. Ja. Okay. Na gut, dann geh ich mal auf Arbeit. Hallo Schatz. Hallo Schatzilein. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genieß ich bin auf dem Weg den zur Arbeit. Tag. Genieß den Tag. Auf Wiedersehen, Schatz.
So, jetzt aber springen wir weiter zum Traktor runter. Gleich das Getriebe einschalten. So, kleine Ecke lassen wir stehen. Ein bisschen was auf unserem Feld hier schaffen. Da, 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 da. Und 34%. So, hoch. Ich fahre nachher hier einfach nochmal so eine Zierrunde außen ums Feld rum. Dann sollten die ganzen hässlichen Ecken weg sein. Beziehungsweise wenn wir die Fläche komplett fertig haben. Muss mal überlegen, wie rum fahre ich, dass keine Ackerfurche entsteht. Ich glaube, das lange Teil nach außen. So, hoch das Ding, wenden das Ding. Rangiere den Traktor und runter das Ding. Da, da. Ja, unser Flug, der springt ein wenig. Der Flug ist uns versprungen. Tiriralalala. Was machen wir da bloß nur? Ich weiß es nicht. Hahaha. Swups. Swups. So, Flug wieder drehen. Absenken. Gefühlt habe ich jetzt schon über eine Woche ständig nur geflügt. Wenn ich das auf die einzelnen Folgen aufteile. Wahrscheinlich flüge ich jetzt schon mehr als nur eine Woche. Tut mir echt leid. Die Armen, die da zuschauen müssen. So. Flug hoch. Wenden, wie immer. Kurz hier drehen, da drehen. Knoten im Finger und weiter geht's. Da. Ich weiß gar nicht, kann man das mit Joypad spielen? Wahrscheinlich schon. Die Tastatur macht sich normalerweise da.
wesentlich einfacher. So. Hoch das Ding. Kurz nach hinten. Dreh das Ding. So. Wende das Ding. Und wieder runter. %57. Oh Gott, jetzt schlingere ich. Ich werde erstmal die Folge beenden. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Farmers Dynasty. So, noch die Sonne ein bisschen einfangen. Bye bye.